Hey Leute, ich bin immer noch an der SB-Box für euch und zwar habe ich noch ein Produkt für euch mitgebracht. Und zwar haben sich ein paar von euch gewünscht, ich soll mir mal die Expert-Line von Die Turner anschauen. Wir hatten ja auch schon ein paar Produkte im Test und es kommen auch noch mehr Videos dazu. Ich muss ganz klar sagen, es ist wirklich eine absolute Linie für Leute, die sagen, ich will Maximum Leistung für so wenig Geld wie möglich. Einfach auch in aktuellen Zeiten ist es natürlich cool, wenn man den einen oder anderen Euro sparen kann und da kommt eigentlich diese Linie sehr, sehr gut daher. Von Die Turner, hier der Iron Remover, natürlich auch für Felgenreinigung nutzbar. Wir nutzen es mal für beides. Eins muss ich euch aber sagen, mein Auto, das pflege ich natürlich regelmäßig. Ich gehe nicht davon aus, dass mein Auto so massiv mit Flugrost gerade betroffen ist, weil ich natürlich auch regelmäßig mal poliere, knete und alles, was dazu gehört. Ich glaube, so viel Flugrost wird nicht drauf sein, aber wir können ihn natürlich trotzdem nochmal auf der Felge mit testen, weil da haben wir eine echt schmutzige Felge am Start. Ich wünsche euch viel Spaß hier mit dem Die Turner Expert Line Iron Remover. Los geht's. So, hier haben wir mal die Felge und ich habe ja schon oben ein bisschen am Fahrzeug gearbeitet mit Wasser. Das heißt, ein bisschen nass ist er, aber wir haben natürlich richtig viel, viel Dreck hier drauf. Auch hier, wo man denkt, okay, das ist Silber, das ist sauber, ich gehe mal ganz vorsichtig drauf. Da ist natürlich hier Bremsstaub. Deswegen bei sowas auf jeden Fall drauf achten. Hier regelmäßig mal reinigen und auch hier hinten Bremsbereich auch sehr, sehr schmutzig. Und dann nehmen wir uns den mal hier zur Hand. Sprühkopf aktiviert und gucken wir uns mal den Spray an. Der ist sehr, sehr gut, wie ich finde. Eigentlich genau die richtige Produktmenge. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Ihr seht, es geht ruckzuck einzusprühen. Erledigt. Also das geht sehr gut. Ist keine starke Gelformel. Das finde ich aber in dem Punkt auch sehr gut. Er muss trotzdem gut an der Felge halten und das macht er auch. Hinten Wirkindikator an der Bremsscheibe schlägt schon an. Auch hier, das geht richtig schnell. Ich habe ja gar keinen Cut jetzt hier reingemacht oder so, keine Wartezeit. Und ihr seht hier, was hier für Wirkindikator am Start ist. Das löst natürlich echt fix an und gefällt mir echt schon mal sehr, sehr gut. Also ich halte natürlich die Felgen auch trotzdem im sauberen Zustand. Die sind nicht hier 3 Jahre nicht gepflegt gewesen, aber trotzdem kann man so eine schöne Wäsche mal durchführen. Lass mal so 2-3 Minuten einwirken. Ich schaue mal, ob ich hier an Info was drauf finde. Ja, so 2-3 Minuten maximal sollten eigentlich ausreichen. 2 bis 5 stehen drauf. Wichtig ist, Leute, haltet euch nicht so an diese Angaben von den Herstellern. Überschreitet sie natürlich nicht, das ist ganz klar. Aber wenn da steht, könnt ihr bis zu 10 Minuten einwirken lassen, bitte macht das nicht. Guckt, dass es hier nicht eintrocknet und anhaftet. Und am Ende steht eure Felge oder euer Fahrzeug noch in der Sonne und dann habt ihr richtig weiße Flecken drauf. Also bei allen Felgenreinigern, passt auf, dass es nicht eintrocknet. Auch wenn da drauf steht, bis zu 10 Minuten. Macht bitte nicht, aufpassen. Sieht sehr gut aus, sehr schöne Gelformel hier. Sehr schön hier von der Anhaftung, obwohl es kein so ein dickes Gel ist. Also Konsistenz ist sehr, sehr gut. Und ihr seht schon hier, da kommt schon ein bisschen Schmutz raus. Gucken wir mal, ich spüre auch nochmal hier hinten auf diesen Bremsbereich. So, und ich schnappe mir hier die Lanze und dann strahlen wir das mal ab und schauen uns mal das Ergebnis nachher an, weil hier ist schon, seht ihr, einiges an Dreck. Auch hier hinten im Felgenbett, da seht ihr das. Das ist schwarz wie die Nacht. Los geht's. Ab geht's. So, gucken wir mal uns die Felge an. Wie schaut es aus? Also wie gesagt, das war jetzt so eine ganz schnelle Reinigung und da sieht es eigentlich gut aus. Hier unten ist mir ein Fleck aufgefallen und zwar, da haben wir, glaube ich, irgendeine Teerschmiere. Da, das müssen wir auf jeden Fall nochmal nachbehandeln. Aber insgesamt so vom Felgenstern her, wenn wir so von vorn drauf schauen, sieht das echt gut aus. Also für so eine schnelle Reinigung geht das absolut klar. Ich habe hier nochmal ein Wattepad mitgebracht. Wir können auch noch mal hier ein bisschen kontrollieren. Ich hoffe, es geht von der Helligkeit her. So, können wir mal hier gucken, ob hier noch viel Schmutz drauf ist. Richtig drüber reiben. Also ganz, ganz leicht. Mal andere Seite hier drüben gucken.
Also, ich hoffe, passt. Sieht gut aus. Können wir auch nochmal hier mit nutzen. Sich drüber wischen. Also hier minimal, also ein ganz leichter Film. Also ihr könnt es natürlich auch noch durch eine Felgenbürste zum Beispiel unterstützen noch. Aber ich denke mal, das geht definitiv klar hier von der Reinigungsleistung her. Und hier unten können wir auch nochmal schauen, wie es hier aussieht. Auch hier ganz, ganz minimaler Rest. Und dafür geht es absolut in Ordnung. Teerflecken, wie gesagt, musst du natürlich noch explizit behandeln. Aber das geht definitiv klar. Und auch hier der Bereich sieht auch wieder schön sauber aus. Auch da muss man natürlich zum Beispiel, kann man mit einem Pinsel nochmal mitarbeiten. Aber hier vorne die Front sehr schön geworden. Für intensive Felgenreinigung natürlich Mikrofaserfelgenbürste, verlinke ich euch auch nochmal unten mit und dann natürlich noch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Aber für so eine schnelle Reinigung definitiv in Ordnung. Wir gucken nochmal Richtung Flugrost. Auch da können wir nochmal kurz testen, wie sich das verhält. Wind hat auch gut nachgelassen, alles gut. Ich spüle das mal hier ein. Also der Spray ist sehr, sehr schön. Vom Duft her leicht wieder natürlich typischer Felgenreinigergeruch, aber wie gesagt, mich stört das nicht. Vor allem an so einer offenen SP-Box. Das ist für mich absolut unproblematisch. Und ich kann euch jetzt echt nicht sagen, ob jetzt hier massiv Flugrost drauf ist, weil ich glaube es eher nicht. Aber ich kann euch das gerne auch nochmal in einem späteren Video zeigen, wenn ich das passende Opfer gefunden habe. Aber hier oben, ich glaube, hier wird insgesamt nicht so viel drauf sein. Meistens Flugrost hier an den hinteren Türen im Heckbereich. Was ist denn da los? Wieder ein Träumer an der Ampel bestimmt. Also hier lassen wir mal 2-3 Minuten einwirken. Und dann nehmen wir mal das Pad und schauen mal, ob auf dem schwarzen Lack jetzt hier auch Flugrost sich angesammelt hat. Den sieht man ja mit bloßem Auge nicht so doll. Das ist natürlich ganz klar. Aber ich glaube, dass wir nicht so viel haben, weil das Fahrzeug natürlich für mich sehr schön auch gepflegt wird. So, damit sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Ich kann euch hier nicht versichern, dass jetzt hier viel Flugrost drauf ist. Ich nehme mal hier ein frisches, weißes Pad und gehe mal ganz vorsichtig hier drüber. Aber ihr seht auch hier, hat leicht reagiert. Also ein leichter Flugrostfilm ist definitiv drauf. Ich hoffe, Kamera fängt es ein von der Helligkeit her. Doch, also es sollte auf jeden Fall erkennbar sein. Wir machen nochmal eine zweite Pad-Runde weiter unten. Ja, doch, schön zu sehen. Ich komme mal zu euch. Also hier kann man es gut erkennen. So ein ganz leichter Flugrostfilm ist auf jeden Fall drauf. Staub und so weiter. Und das kann er natürlich wunderbar runterlösen. Das klappt sehr, sehr schön. Danach natürlich wieder abstrahlen und danach sollte es eigentlich gut aussehen. Wenn ihr mehr Flugrost drauf habt und massiv, dann kommt er vielleicht um eine Knete nicht drum rum. Aber auch der Iron Remover hier, Preis-Leistung, passt auf jeden Fall. Ihr seht, so viel habe ich gar nicht drauf. Aber funktioniert. So, und bevor mir das jetzt hier an der Tür antrocknet, auf jeden Fall noch ein schnelles Fazit. Könnt ihr euch definitiv mal anschauen, macht seinen Job. Riecht ganz normal typisch nach Flugrostentferner, wie wir es kennen. Aber auf jeden Fall von der Leistung her schön und auch vor allem im 5-Liter-Kanister preislich absolut top. Wirklich eine Linie für Leute, die sagen, ich will wirklich trotzdem im Hobby bleiben, habe aber gerade nicht so viel Kohle übrig. Trotzdem will ich ein vernünftiges Produkt. Gerne mal reinschauen, wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentare rein. Und von den Eigenschaften her sehr schön. Auch der Spray gefällt mir gut und auch die Haltbarkeit ist gut. Und auch hier trocknet nicht an, steht schön auf der Oberfläche, selbst an so einer senkrechten Tür. Bis zum nächsten Mal, euer Sebastian, haut rein und ciao.